Ja, hallo. Ich bin heute mal wieder unterwegs in eigener Sache. Ich muss zum Krankenhaus. Ich habe Probleme. Mein Auge wurde ja operiert und ich bin also nicht ganz mit zufrieden. Und die Netzhaut wurde zusammen, die war gerissen zweimal und die wurde zusammengelasert und jetzt schon 4 Monate her und ich bin also nicht ganz zufrieden. War vor 3 Tagen schon im Krankenhaus und da haben sie mir also ein paar Tropfen gegeben. Und gleich habe ich einen Termin mit der Ärztin, die mich operiert hat. Die hat vorher in den USA gearbeitet. So. Und ich will mal fragen, ob das normal ist, dass man also so Probleme nach der Zeit noch hat oder ob sich das bessert oder ob noch was gemacht werden muss. Ja. Das war's. Auf der Brücke darauf achten, da wird die Geschwindigkeit angezeigt, die man fährt. Aha, ich fahre 56. Ja, und ein Stückchen weiter kommt dann der Blitzer. Ne, wenn man denkt, man hat es dann geschafft, dann kommt jetzt gleich der Blitzer. Ja, jetzt war gerade oben der Blitzer gewesen. In 3 Stück für jede Spur ein. Ja, dahin wird die Geschwindigkeit angezeigt. Viele denken, ach, da kann ich ja jetzt Gas geben. Ja, zwischen den Ampeln, dann haben sie dann den Blitzer. Ja, die werden auch immer cleverer, wie sie Geld verdienen können. Ja, ich bin jetzt auch noch weiter auf dem Weg zum Krankenhaus. Das sind noch ein paar Kilometer. Ja, das ist hier die Soy Sampan. Hier sind auch einige Bars, die jetzt auch aufhaben. Hier gegenüber hat jetzt, der hat auch neu, der war am Ende der Straße, der hat hier neu aufgemacht. Ja, die Bars haben jetzt natürlich nicht geöffnet. Sie haben ja eine Lizenz, sie verkaufen jetzt auch Thai-Essen. Hier ist also eine Bar, die ist dann offen. Die verkaufen Thai-Essen, dann haben sie auch am Abend auf. Sieht jetzt gut aus, wenn am Abend hier ein paar Lichter auf der Straße sind. Als wenn überall die Lichter aus sind, es ist alles knalldunkel. Ja, so, jetzt sind wir jetzt gleich am Krankenhaus durch den Hintereingang. Da bin ich nämlich gleich. Ach so, und hier ist noch ein Barcenter, ein komplettes Barcenter, das ist also komplett zu. Ne? Die dürfen also nicht aufhaben. Alle, die so ein Shophaus haben, die sagen, die verkaufen auch Thai-Essen. So, das ist also das Bangkok Udon Krankenhaus. Wenn die Grenzen offen sind, sind zu 80% Laoten hier, die von Laos kommen, die lassen sich hier behandeln. Und dann stehen also nur neue, dicke Autos hier. Und die kommen mit der ganzen Familie, die sind gerade in diesem Krankenhaus am Anbauen. Aus dem Grund, die brauchen, wenn die Laoten kommen, die brauchen alle Zimmer noch, 2 Zimmer dabei, weil die ganze, wenn einer operiert wird, bleibt die ganze Familie mit dabei. Was ist alles voll hier? Hätte ich doch auf der anderen Seite den Parkplatz nehmen müssen. Ja, die sind schwer am Anbauen hier und da hinten neues Gebäude noch. So, der Video im anderen. Ja, wie man sieht, es ist alles leer. Kommt auch nicht jeder rein, muss erst Temperatur gemessen werden. Ja, warten wir mal, bis ich dran komme. Ja, jetzt muss ich hier vorne erstmal hin, Blutdruck messen. Dann komme ich im anderen Zimmer rein. Jetzt erstmal. Video. Blutdruck messen. Hier wird also der Augendruck gemessen. Left Eye. Ich habe YouTube. Okay.
Yes. So, und das passiert mehrere Mal eine Stunde lang, damit die Pupillen sich erweitern. Dann wird mit dem Computer irgendwie da reingeguckt. Okay. Look up. Jetzt wird das wiederholt mit der Augentropfen mehrere Mal, circa eine Stunde. Und dann muss ich zur Ärztin rein und dann guckt sie da ins Auge rein. Ja, mal ein bisschen abwarten. Also nicht viel los hier. Sehr ruhig. Ja, mal abwarten. Wenn ich fertig bin, mache ich weiter. Ja, so, die Besprechung ist zu Ende. Auge wurde gescannt, mit dem Computer geguckt, es wurde hinterm Auge geschaut. Es ist also ein Problem. Ich kann also mit dem Auge schlecht Zahlen erkennen. Ohne Brille, mit Brille geht es einigermaßen. Man hat mir jetzt, also ich könnte jetzt also machen, eine neue OP, eine neue Linse reinsetzen lassen. Dann wäre das Auge schärfer, also ich könnte besser sehen. Die OP wäre also ambulant, also ich gehe morgens OP und dann kann ich danach nach Hause gehen und dann später nochmal zur Nachkontrolle. Die zweite OP würde kosten, jetzt diese OP, 53.000 Baht. So. Was bringt mir die OP? Lohnt es sich? Ich habe Tropfen gekriegt, ich werde nochmal 2 Monate warten. Gucken, wie es dann ist, dann lasse ich das Auge nochmal nachschauen. Ja, und dann werde ich mich entscheiden. Lasse ich so, kann ich so damit leben? Trage eine Brille. Kann ich mit der Brille sehen oder mache ich diese OP, wo man mir maximal 50% nur garantiert, keine 100%ige Besserung. Ob es sich lohnt oder nicht, ja, muss ich sehen, wie es dann geht. Das muss ich selber entscheiden, weil 50% ist nicht viel. Ich werde mir erstmal eine Brille machen lassen und gucken. Man sagte, durch die Brille könnte ich Kopfschmerzen bekommen. Weil wenn ich nur auf ein Auge durch ein Glas gucke, das könnte also gehen, dass man nach einer Zeit Kopfschmerzen kriegt. Muss ich ausprobieren und dann werde ich mich entscheiden. Ja, das war's jetzt für heute. Wie ihr seht, ist hier also nicht viel los. Es sind hier mehr Ärzte wie Patienten. Die Leute haben Angst, im Krankenhaus zu gehen. Ist auch nicht gerade billig hier, aber es ist ein gutes Krankenhaus. Die Ärztin, die hat vorher in den USA gearbeitet, also ist, denke ich mal, sie ist gut. Sie hat ihre Sache gut gemacht. Ja, alles klar. Bis dann.